Hallo, guten Morgen. Ja, wir sind ja mitten in der Weihnachtszeit und öffnen uns immer mehr für unsere wunderbare Christusgeburt, die wir ja alle sind. Heute die Lektion 350. Ich möchte sie gerne dir vorlesen. Wunder spiegeln Gottes ewige Liebe. Sie schenken heißt, sich an ihn zu erinnern und durch die Erinnerung an ihn die Welt zu erlösen. Wow, das ist ja wunderbar. Das Gebet, was wir vergeben, wird ein Teil von uns, so wie wir uns wahrnehmen. Der Sohn Gottes vereinigt alle Dinge in sich, wie du ihn schufst. Die Erinnerung an dich hängt von seiner Vergebung ab. Das, was er ist, ist von seinen Gedanken unbeeinflusst. Das ist ganz wichtig. Das, was er ist von seinen Gedanken unbeeinflusst. Doch das, worauf er schaut, ist ihre direkte Folge. Daher, mein Vater, möchte ich mich an dich wenden. Nur die Erinnerung an dich wird mich befreien. Und nur meine Vergebung lehrt mich, die Erinnerung an dich zu mir zurückkehren zu lassen und sie in Dankbarkeit der Welt zu geben. Was für ein wunderbares Gebet. Ja, und während wir Wunder von ihm sammeln, wollen wir für wahr dankbar sein. Denn wenn wir uns an ihn erinnern, wird sein Sohn uns zurückerstattet werden, in der Wirklichkeit der Liebe. Also wenn ich mich an den Vater erinnere, dann werde ich praktisch mir selber als Sohn zurückerstattet. Wenn ich also meinen Geist ganz öffne für die Wirklichkeit der Liebe, für die Wirklichkeit der Allgegenwart der väterlichen Liebe und akzeptiere, dass nicht ich mich erschaffen habe, sondern dass der Vater mich als seine Ausdehnung, als seine herrliche, wunderbare Ausdehnung, natürlich in der Ganzheit erschaffen hat. Ich bin das Herz Gottes. Symbolisch habe ich hier das Herz hingehängt. Ich bin das Herz Gottes. Und alle sind als seine Schöpfung in meinem Herzen. Denn ich als Gottes Sohn bin ja die gesamte Schöpfung. Alle Lebewesen sind in mir, in meinem heiligen Selbst vereint. In ewiger Liebe, in ewigen Frieden, in ewiger Harmonie. Die Welt, die wahre Welt der Liebe, ist in der Liebe des Vaters geblieben. Sie ist vollkommen behütet, denn in Gott kann überhaupt nichts Böses geschehen. Wir sind also alle im Vater erlöst. Ich kann hier überhaupt nichts an Freude in der Welt der Dunkelheit finden. Das ist schlichterdings unmöglich. Denn die Welt wurde für das Leid gemacht. Als ich die Welt erfunden habe, habe ich mich scheinbar, was natürlich nicht möglich ist, von Gott getrennt. Ich habe scheinbar Schuld erfunden, die es nicht gibt. Schuld, Tod, Krankheit, Leid. Der Zweck der Welt ist also Leiden. Wenn ich also versuche, in dieser Welt irgendwas zu finden oder es zu verbessern oder wie jetzt überall Trainings angeboten werden, das Universum sozusagen zu bitten, um meine persönlichen Wünsche nach guter Partnerschaft, nach Geld, nach Gesundheit zu erfüllen. Das heißt sozusagen die Macht Gottes zu manipulieren und zu benutzen, damit es mir als Ego, als Person hier besser geht. Das ist das Fatalste überhaupt. Damit sperre ich mich hoffnungslos und mit mir alle Brüder in die Hölle ein. Die Idee der Weltverbesserung ist Verbannung. Die Idee einer sogenannten goldenen Zeit auf der Erde ist alles Verbannung. Gott ist und ich seine grenzenlose Liebe, sein Schatz, sein geliebter Sohn, bin in ihm und nur in ihm glücklich. Ich muss mich von dem Wunsch zu sterben, von dem Wunsch besonders zu sein, von dem Wunsch ein Mensch zu sein, getrennt zu sein, von dem Wunsch, Kinder haben zu wollen, physikalische Kinder, Hunde, Katzen, Tiere, gute Umstände, gänzlich erlösen. Es gibt nur einen Umstand. Ich bin der Heilige Sohn Gottes, ewig geliebt im Vater. Ich nehme die Sühne an, ganz heilig und geheilt in dir zu sein, Vater, als der, der ich ewig bin. Du hast mich ganz erschaffen. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht eingesperrt in einen kleinen Käfig und warte auf den Tod. Der Körper ist nur und ausschließlich mein Kommunikationsinstrument. Ja, er ist nur Werkzeug. In dir, Vater, nur in dir,
in meiner Herrlichkeit, in meiner Ganzheit, in meiner Vollkommenheit, so wie du mich erschaffen hast, da bin ich und nur da kann ich glücklich sein. Jetzt, wo ich diese Gedanken spreche, wäre ich auch wieder von diesem gesamten, wir können sagen, von der Matrix der Trennung, von der Matrix des Todes scheinbar angegriffen. Das ist vollkommen egal. Wir gehen einfach weiter, wir gehen durch diese Wolken durch. Jesus Christus, nimm mich an die Hand. Ich will deine Hand festhalten und durch diese Wolken gehen. Du hast ja gesagt in kurz, diese Wolken können nicht mal einen Knopf aufhalten. Ich gehe einfach durch zu dir, Vater, zum Licht, zur Freude, zur grenzenlosen Liebe, die du bist und die ich bin. Ich bin nicht gefangen in diesem Körper, das scheint nur so zu sein. Nein, 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 ich will meine Ganzheit, meine Herrlichkeit und meine Vollkommenheit in dir, Vater, als deine Ausdehnung annehmen. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Vater, für deinen Segen. Danke, Vater, für meine heilige Geburt in dir, jetzt und hier. Amen. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Grenzenlos gesegnet. Lass uns gemeinsam unsere Ganzheit, unsere Herrlichkeit, unsere Vollkommenheit als das Heilige Selbst im Vater annehmen. Und uns vollkommen von jedem Wunsch nach Menschsein, Körpersein, getrennt sein, von dem erlösen. Denn damit machen wir Krankheit, Leid und Tod. Ich danke dir für deine Kooperation. Danke, danke, danke dafür, dass du da bist.